Das geht nicht. Sehen Sie, deswegen. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Aber, Herr Vincenzo, ich kann wahrscheinlich, also zum Teig machen kann ich euch nicht vorbeikommen. Also, alles gut, kein Problem. Das wird wahrscheinlich nichts. Der Antonio weiß schon Bescheid. Richtig, alles gut. Hab ihm dann auch die Einkaufsliste mitgegeben. Ne? Da wollte Teig ja Teller holen. Ich habe gesagt, nee, wir brauchen erstmal Mehl. Heute sehe ich es ein komisch. Also, heute wird eher ein bisschen später, wenn überhaupt. Aber es gibt eh nicht so viel. Wir haben morgen um 21 Uhr, da haben wir ein Treffen. Das ist nicht unwichtig. Also, du musst nicht da sein, aber es ist ganz interessant. Okay, ich verstehe. Ja gut, da passt das. Sagen Sie mal, Herr Vincenzo. Kennen Sie die Farben lila und rot? Farben lila und rot kenne ich sie. Ja, ich meine hier in der Stadt. Nein, das ist, muss ich kurz ein bisschen überlegen, aber ich glaube, nein. Sagt mir nichts bis dato. Okay, es ist sehr gut. Mehr nehme ich oder nicht? Ich wurde bloß darauf aufmerksam gemacht. Aber in welchem Zusammenhang? Ja, also personell gesehen, lila getragen und rot getragen. Hi. Also eine Gang-Gesichte oder wie? Hi, Sarah. Hi, habt ihr die Bertha gesehen? Ja, du Schlange. Gerade gesehen, sie ist kurz auszutreten, glaube ich. Okay, die hat mir eben geschrieben. Vincenzo, kurze Frage, was hatte Bertha an? Das ist ein... Ich habe nur auf ihr Gesicht geachtet, aber wenn ich mich recht erinnere, war es ein Hauch von Tüll. Ja. Was, von Tüll? Von Tüll. Weißt du wie? Ein bisschen luftig gekleidet. Oh, Corbin, by the way, Abby ist auf dem Weg hier. Ist was da. Für Scheiße. Ja, die war im Laden. Ich wollte sie mit hernehmen wegen Bertha. Ja. Ja, und dir gefällt es doch, was sie gemacht hat, oder? Sei doch nicht so schnippig. Ich möchte mich zu den gegebenen Sachverhalten nicht äußern. Ja, weil du sie da drauf hingedrängt hast. Aber gut, charakterschwache Menschen finden halt zueinander. Ja, geht das jetzt schon wieder los, Corbin? Nee, also du brauchst dich einfach bloß mal aus den Angelegenheiten anderer Menschen raushalten. Aber kannst du nicht, ey? Du warst von früheren Leben mal ein Tauchsieder, oder? Ey, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, dann könnt ihr sie gerne wissen. Ach, wenn man sich nach der... Ja, natürlich, deine Meinung. Ja, wir müssen nicht immer ankeifen. Sag das ja, doch der Schlange. Was tut sie denn? Oh, Corbin. Danke! Sie ist dran. Siehste? Ja. Sarah ist auf meiner Seite. Chef, so ist es nicht gemeint. Okay, die Tara ist nicht auf meiner Seite, die hat das nicht so gemeint. Ja, warte, ich müsste mal kurz was umändern. Bitte, Moment! Kannst du dich bei deiner besten Freundin bedanken? Corbin! Das ist mein Ernst. Nein, das hat sie nur so gesagt, sie ist nicht auf meiner Seite, sie ist auf deiner, Corbin. Tara nennt mich Schlange. Schlange! Guck. Angekommen, ne? Ja. Nochmal im Fall der Welle. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So denkst du von mir. Nee, du warst gerade wie ein Fähnchen im Wind. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Robin? Ja, Herr Vincenzo? Wenn ich mir das alles so anhöre, dann muss ich ganz ehrlich fragen, ist es wieder soweit? Ist definitiv soweit. Müssen wir wieder eine Sitzung halten? Wir müssen. Oh ja. Bitte. Am besten mit den Anwesenden hier. Die Schlange da drüben hat es am nötigsten. Von mir aus können wir das Sitzungskomitee einberufen. Ihr wisst ja, wo der heute ist. Ja. Oh, Alter, ich weiß gar nicht. Ach doch, da finde ich noch hin. Hoffe ich. Also wollen wir vielleicht zusammenfahren? Wir haben 4 Sitzer. Das können wir machen, aber eigentlich wollte ich auf Bertha warten. Ich wollte, hab ihr gesagt, ich komme hierher. Ja, wir können ja Bertha mitnehmen. Wenn wir auf Bertha und dann fahren wir zusammen. Genau so ist es. Und wie gesagt, alles, was da passiert, egal welchen Rang, welchen Namen das sonst hat, das wird alles so von angesprochen. Und am nächsten Tag hat das nichts stattgefunden, sie? Genau so ist es. Sehr gut. Das ist das erste Mal, dass ich das bei einer gute Idee halte. Das ist ja, das scheint ja zwischen euch beiden richtig, also das ist ja ein ganzes Elektrizitätswerk voller Spannung.
Also, wo ist Spannung? Hier ist ja, überhaupt nichts mit Spannung. Ich würde das nicht als Spannung bezeichnen. Zwischen überhaupt kein Spannung. Du zwischen den beiden ist eine absolute Spannung. Wie sie sich da gegenseitig die Worte um den Kopf werfen. Was für Dinger? Die Worte. Das hat Protone verstanden. Ich sag gar nichts mehr. Aber das war ein Spaß, das wisst ihr schon. Also meine Angestellten stehen nicht unter dem Pantoffel. Können wir nochmal drüber reden vielleicht. Ja natürlich, lass mal wieder dein Zeug da raus, ne? Und hier häng dich mal wieder rein, wie so ein Tauchseher. Ja. Abby, was ist los? So still heute. Vincenzo? Sie haben doch so eine animalisch animierende Stimme. Was hab ich? Eine animalisch animierende Stimme, wenn richtig, Sie das sagen. Richtig. Da fühlt sich doch jede Frau wohl. Das sieht man ja an der Bertha. Okay, Punkt für Sie. Sehen Sie? Meinen Sie, Sie könnten die Abby heute zum Reden bringen? Das wird sie ganz von alleine machen. Ich meine, es ist in dem Kreis wird wohl jeder mal zur Sprache kommen. Oh, ich bin gespannt. Schade, wenn nicht. In einem Kreis sollte alles kommuniziert werden, oder? Ja, im besten Fall schon. Wenn nicht, sonst würde der Kreis keinen Sinn machen. Definitiv, definitiv. Moment, ich rufe Bert an. Oh, war sie jetzt genervt. Aber sag mal, wie kannst du nur? Was? Na, was? Wie kannst du diesem rothaarigen Edweiss da zustimmen? Ich habe ihr nicht zugestimmt. Ich hoffe, wir hätten dich jetzt mitgenommen. Nicht. Ich habe nur gesagt, dass sie nichts, was sie denn tut, dass sich so. Das vielleicht etwas besser erklären. Ja, sie macht das hintenrum. Sie macht das hintenrum. Okay. Ganz wichtige Sache. Ja. Wenn wir gleich zu diesem Ort fahren und Bette ist auch dabei, könnten Sie vielleicht die goldene Sektflasche besorgen kurz. Sie war ein Lacher, ich hab die im Kofferraum. Ach super, das freut mich. Was für eine Sektflasche? Aber die ist halt eingepackt. Das ist okay, kannst sie auspacken. Oh. Ich werde sie heute Abend zu einer glücklichen Frau machen. Ach du Heimatland. Mit einer Sektflasche? Ja, du kennst die Flasche nicht, die ist automatisiert. Okay. Was den Kocken ist denn... knallen lassen mit ihr. Okay. Beta ist eine erfahrene Frau, mit ihm muss man immer mal wieder etwas Neues machen, um sie bei Laune zu halten. Demi ruft an, Moment. Hallo, mein Schatz. Damien muss im Übrigen auch wieder in den Kreis. Kannst du ihn ja mal fragen, ob er Lust hat. Warten Sie, ich glaube, das mag was. User left your channel. Junge Frau. Ja, bitte. Sind Sie noch am Telefonieren mit den Damien? Der hat eben aufgelegt. Ich glaube, der kommt. Warum? Das ist gut. Er muss im Kreis beiwohnen. Führt kein Weg dazu. Ja, wegen mir. Die Bertha ist auf jeden Fall auch auf dem Weg. Roger, du bist doch ein bisschen gestresst. Kann das sein? Ja, ich bin ein bisschen hibbelig, das stimmt wohl. Warum denn das? Alter. Der Hirn ist in Ordnung. Ist ja nicht so wahr. So. Ich mag ihr Auto. Wie viel Bier hat Bert heute schon mal getrunken? Wie Justin. Also der Chief hat sich in seinem Büro versteckt. Bertha, siehst heiß aus. Ah. Die Schuhe dazu. Oh, ich liebe deine und Schuhe. Die Kette. Ja. Das ist damit sexy. Der Chief mich so, oder auch Vincenzo mich so ein bisschen ranziehen können, weißt du. Oh. Extra stabile Perlenkette. Mit Stahlseilen. Wow. 50 Shades of Bertha. Ah. 50 Shades of Chief. Gibt's da auch 5 Teile? Ah, wenn du willst, sogar 10. Okay.
Oh, was ist jetzt hier Phase? Was wollt ihr? Wir müssen in den Kreis, da. Okay, eröffnen wir den Kreis. Nee, hier nicht. Also wir warten noch auf ihren Göttergatt oder fast Göttergatten. Ah, ja. So, wenn er dann endlich angekommen ist, wie heißt er hier, der Damien Prinz oder wie heißt er? Ja, der King. Ah ja, der King. Der Pantoffel-King. Ist der Prinz schon unterwegs? Der Prince of Los Santos statt der Prince of Bel-Air. Ja, ich denke, ich habe gerade nochmal geschrieben, ob er jetzt... Weiß, wie ist schön unterwegs, aber wie? Ist es ernsthaft? Ha? Das hätte ich jetzt eigentlich bezweifelt. Was? Wie? Er hat vorhin angerufen, wo bist du? Dann habe ich gesagt, an der Bar, ach so, okay, und hat aufgelegt. Ich bin davon ausgegangen, vielleicht kommt er jetzt her. Ja, jetzt link mal nicht ab. Dass er kommt und er ist recht nicht zu diesem Event, ne, wenn wir es mal so nennen wollen. Ja, ich habe ihn schön informiert, ich habe ihm gerade eine Nachricht geschrieben. Ah. Aber hier, also wie, bei dir ist ein Backofen voll und der Kühlschrank nicht mehr leer. Bitte? Aber Vincenzo. Was? Der Berner hat doch gerade gesagt, dass da ein Prinz kommt. Ich noch ein bisschen Geld, ne? Die meinte Damien! Was? Oh Gott! Nein. Wieso? Das ist da aber der King und der Prinz ist aber dein Kleiner. Wie? Hat die Kühlschrank? Ach du Scheiße, ey. Oh mein Gott. Oh nee, ey, Corbin. Oh mein Gott. Oh Gott. Das sind Informationen, die muss ich ein bisschen losbringen. Das wäre so ein Muss Sinn. Damien jetzt mitkommen oder nicht? Er fragt, was er da soll. Ja, natürlich muss er mitkommen. Ein Geschenk. Herr Vincenzo, muss ich da mit hin? Das ist mir ist es gleich. Der kann da hin und wieder hin. Singen wir dann zur Begrüßung wieder ein Lied? Das hat der Corbin beim letzten Mal so toll gemacht. Heißt, nee, ich hab gedichtet, nicht gesungen. Doch, du hast gesungen. Weil du bist du dran mit Singen. Nee. Und ja, die Terra, weil die ist ganz neu. Oder Stefan war beim letzten Mal auch nicht dabei. Oder Alter, Bertha singt. Berta, soll ich singen oder was? Berta muss definitiv singen. Ja, dann lasst mal, dann würde ich sagen, reiten wir mal los. Ich sag, er hat keinen Bock. Ja, das ist wieder typisch. Kein Bock und keine Zeit. Dann reiten halt wir los. Dann müssen wir mal reiten. Ich habe aber mit dem ja dann sowieso noch einen Termin, ne? Terra, du fährst oder was? Wohin denn überhaupt? Was denn überhaupt? Das wirst du sehen, wenn wir dort sind. Okay. Ah. Wo war denn das nochmal? Ja, ich kann darf fahren. Darf ich bei dir hinten rein? Ja, klar. Oh. Soll ich dich auch mitnehmen im Auto? Ich sehe das mal mit. Okay. Oh, nee, ich bin mit Mike hinter. ich bin da nie wieder hin. Wo war denn das nochmal? Mitnehmen. Ja, war das war doch... Mitnehmen. Großes Amphitheater, ja. Das ist kaum zu übersehen. Also du gehst mit, oder? Ja. War das nicht oben bei dem Weinwutbull, Herr Vincenzo? Ja, sie, natürlich. Ja, deswegen. Das war doch am Flughafen hier. Nein. Ich lebe der Pferderennbahn, hieß das. Ja, mir ist doch am Weinwutbull. Na dann, ja. Okay. Also wir hätten noch, wir hätten noch zwei Plätze frei. Ja, oder wir fahren damit. Ja, dann komm halt mit. Gut. Was ist mit Stefan? Der Stefan kommt diesmal auch mit. Stefan, du kommst mit und bleibst bitte nicht hier stehen. Ja, nö. Gut. Ich kann ja hinterher fahren. Gut. Gut, dann auf die Pferde. Dann ab. Fahren wir da. Okay, let's go. Ja. Bis gleich. Was wird das? Das ist überraschend, aber du wirst dich danach wie neu geboren fühlen. Ja. Vertraust du mir oder nicht? Muss ich ja wohl. Ah, Chef, ich habe übrigens die Scheibe im Auto eingeschlagen. Warum machst du sowas? Ich habe den Schlüssel fallen gelassen und dann, Ich habe Flashbacks. Ja, warte mal, lass mich mal durchsehen. Warte mal, ich bin Corbin. Da, ja, und da. Zwei Schlangen sind auch da, super, ne? Wahnsinn. Damien ruft an. Hallo, mein Schatz. Ist ja ekelhaft. Hi. Vincenzo hat den Kreis einberufen. Dinge, die ich niemals dachte, dass ich sage. Nach deinem Passgöttergatten, dem verfluchten Menschen. Wir haben nachher noch einen Termin. Corbin, rede gerade so laut. Ihr habt noch einen Termin, sagt er. Nachher. Was, Schatz, was hast du gesagt? Weil das vielleicht dieses Mal nicht schlecht ist.
Weil ich glaube nicht, dass... Ja, egal. Sag ich dir später. Endlich hat er die Hosen an. Na, alles in Ordnung. Ganz ruhig, beruhigen Sie sich so. Da war eine Ampel. Ich schreibe dir gleich, weshalb ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Ja, wir sind gerade losgefahren. Ja, da wo das beim letzten Mal hier irgendwie Weinwurzschild hinten. Soll ich Stefan anrufen, der holt den noch eben ab. Ja, Stefan könnte ich vielleicht noch abholen. Wie meinte gerade, sie könnte ihn anrufen. Oder du rufst ihn selber an. Der soll ihn anrufen. Okay, bis gleich, Schatz. Er kommt selber. Beim Flughafen da oben? Nee, Weinwurzschild hier. Wo man früher bei den Bussen hier die Fahrgäste abgeliefert hat. Okay, bis gleich. So, was ist denn hier? Da ist ein Parkplatz. Ja. Hallo, Herr Nachbar. Ich muss Ihnen leider sagen, die Terminierung ist heute ein bisschen schief gelaufen. Ich bin hier gerade mit, ich muss sagen, drei Frauen unterwegs, aber Hilfe! Hä? Hilfe! Bin unterwegs. Danke. Ist echt gut, dass die Lieferung heute noch kommt. Hä? Alter, beweg dich hierher. Willst du mich mit deiner Frau etwa alleine lassen? Bist du irre? Ach so, ich komm, ich bin schon unterwegs. Ein Kilometer noch. Die hat meine Beziehung zunichte gemacht. Ja, wegen deiner. Jetzt reicht's. Ja, finde ich auch. Macht er meine Ansage. Also zuerst machst du jetzt das hier mit dem Video enden. Jetzt muss ich da hoch zu dem Kreis. Und sie weiß ganz genau, dass ich komm. Kam die Musik jetzt aus Berthas Auto, oder? Okay, da, ich bin gespannt. Okay. Ja. Bis dann. Ja, pur. Bis gleich. Dara. Ja. Jetzt wird's gleich sowas von interessant. Ich freue mich. Oh, das ist schön, dass du dich freust. Bitte lass uns das nächste Mal nicht in das Auto steigen, Bruder. Hast du das Geschenk? Bei manchen Dingen mache ich die Augen zu. Achso, ja, das Geschenk, ja, kommen Sie mit. Aber ja, Vincenzo, wollen Sie das wirklich machen? Natürlich, ich liebe diese Frau. Oh mein Gott. Ja, nicht, oh mein Gott, im Himmels Willen. Mir ist egal, was die Stadt sagt. Ah, gucken Sie mal rein. Was ist denn da so? Perfekt, das ist sehr schön. Ich bin gespannt. Danke schön. Kein Problem, für Sie immer wieder gern. Mit dem Geld machen wir später, wa? Du bist die Liebe meines Lebens. Da kann man doch nicht. Vincenzo! Oder nicht? Ole, ole. Ja? Siehst du, das ist der Grund, warum ich diese Frau so liebe. Okay. Die war das Spiel immer wieder. Fange ich langsam an zu verstehen, ja. Das war das romantischste Liebeslied, was ich jemals gehört habe. Okay. Ich glaube, du hast einen Krampf in der Hand, Schiff. Ich will erstmal schrecken. Jo, jetzt ist es besser. Ach, so. Ja, sorry, manchmal Krampf, wenn sie will. Ja, bitte in dem Zickel. Ja, alle auf Position, bitte. Ich mein. Genau, wir stellen uns. Kreis. Ja, genau. Guckt mal, so wie das hier unten fertig gemacht ist, so kann man sich auch hier wundervoll in den Kreis ein. Guckt mal, da drüben ist noch ein bisschen Platz, da ist noch Luft im Kreis. Da wollen mich alle nicht. Also, das sieht so aus, als wolltet ihr jetzt alle mit mir reden. Also. Intervention. Ja, wir brauchen noch einen Platz von Damien dann. Oh ja, Corbin. User left your channel.